Hallo Leute, ich bin's mal wieder und weiter geht's mit Haskell. Dieses Mal möchte ich euch eigentlich eine relativ krasse Sache zeigen, nämlich unendliche Listen, beziehungsweise auch Lazy Evaluation, so heißt das irgendwie von Haskell, ja. Und zwar geht es darum, dass wir unendliche Listen konstruieren können, aber trotzdem in unserem Programm benutzen können, weil sie eben nicht komplett ausgewertet werden. Jetzt zuerst mal zu unendlichen Listen. Eine unendliche Liste ist absolut einfach konstruiert, nämlich indem ich hier einfach sowas mache. Ups. Und ihr seht, mein GHCI schnappt über und macht einfach unendlich viele Einsen. Was habe ich gemacht? Hier, 1,1 und dann einfach Punkt, Punkt hinten dran gesetzt, ist eine Liste aus unendlich vielen Einsen. Ihr seht's aber, ich kann das Zeug ausgeben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass es nicht aufhört. Aber das Tolle ist, wenn wir da einfach eine gewisse Anzahl von diesen Einsen wollen, also ihr wisst, das ist theoretisch unendlich konstruiert, also von dieser Liste gibt es unendlich viele davon. Wenn ich jetzt hier Take 20 mache, kriege ich eine Liste mit 20 Einsen zurück. Also Take 20 von einer unendlichen Liste liefert mir trotzdem ein endliches Ergebnis und es läuft nicht unendlich lange. Und das ist das Besondere an Haskell, nämlich die sogenannte Lazy Evaluation. Das bedeutet, ich sage hier, okay, Take 20 und ich habe hier eine Liste. Dann werte ich die Liste nicht komplett aus, sondern werte wirklich nur die ersten 20 Sachen an der Liste aus und nimm dann diese 20, also durch dieses Take 20 hier, die ersten 20 nehme ich und den Rest schmeiße ich einfach weg. Das heißt, ich werte die Liste nicht bis ins Unendliche aus, sondern ich mache das wirklich sinnvoll und überlege mir, oder der Compiler überlegt sich vorher, wie viel er dann tatsächlich nimmt. Und das hat viele, viele Vorteile. Nämlich, wenn ich hier zum Beispiel mal, ja, keine Ahnung, also aktuelles, oder was heißt aktuelles Beispiel? Gerade kurz ein Beispiel. Ich möchte eine Funktion, beziehungsweise nein, halt, ich möchte ja SIPwith machen. Ich möchte hier eine Liste aus Zahlen. Sagen wir mal, ich habe die Liste 1, 3, 5, 7, 9. Das ist meine richtige Liste, die ich mir irgendwie anders geschrieben habe. Und, upsala, da fehlt noch ein Plus natürlich. Und die möchte ich jetzt einfach um, ja, nicht um 1 erhöhen, doch um 1 erhöhen, warum eigentlich nicht? So. Und dann habe ich hier die komplette Liste schon um 1 erhöht. Das heißt, ich habe hier quasi eine unendliche Liste einfach reingegeben, habe aber nicht abzählen müssen, wie viele ich denn hatte. Ich hatte hier nämlich nur 5 Elemente drin. Kann aber einfach nur eine unendliche Liste reinpacken und schon ist gut, ich habe alles um 1 erhöht. Und das kann ich natürlich mit beliebigen Sachen machen. Also ich kann hier auch sagen, Take 20. Also das braucht man immer, sonst läuft es ja unendlich weiter. Das wäre ein bisschen blöd. Nochmal zu unendlichen Listen konstruieren, kann ich hier einfach sagen 1, 2 und dann Punkt, Punkt. Dann läuft es einfach, dann ist es einfach eine aufzählende Liste. Und wenn ich hier sage 2, 4, 4, dann zählt er immer um 2 auf. Also diese Schreibweise mit dem Zahl, Komma, Zahl und dann Punkt, Punkt als Liste, die rechnet hier erstmal den Offset aus. Also zwischen 2 und 4 habe ich Schrittlänge 2 und dann rechnet er einfach das immer dazu. Und bei 1, 1 habe ich natürlich Schrittlänge 0, also rechnet da einfach nichts dazu, sondern gibt die Zahl immer wieder aus. Und hier habe ich natürlich Schrittlänge 1. Also das kann ich machen, wie ich möchte. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel solche Sachen machen, wie zum Beispiel Primzahlen definieren, also eine unendliche Liste aus Primzahlen einfach. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wem dieses Sieb des Eratosthenes was sagt. Eratosthenes, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall ist das ein ziemlich geiler Trick und vor allem in Haskell kann man da halt relativ billig da was machen. Man kann einfach sagen, hier Primes, also Primzahlen, gleich. Achso, natürlich, wir brauchen hier natürlich noch den Parameter, also x, Doppelpunkt xs. Also wir wollen ja, dass Primes eine unendliche Liste an Primzahlen liefert und wir einfach diese unendliche Liste ständig weiter filtern können. Also das machen wir jetzt hier. Also Primes auf der Liste x. Also wir verknüpfen quasi das erste Element. Das ist ja auf jeden Fall eine Primzahl hier, weil das ist das vorderste Element, was wir noch übrig haben. Also ist es eine Primzahl. Und dann sagen wir einfach wieder, okay, wir filtern unsere Liste. Jetzt kommt so eine Art mathematische Schreibweise. Also das, was wir hier uns definieren, so sieht es eigentlich in Mathe tatsächlich aus, fast. Fast zumindest. Na, triff ich jetzt endlich mal. So, wir sagen hier, okay, unsere Liste an Primzahlen enthält dann nur noch die Elemente Elemente Y, also wir nennen sie Y,
so dass für y gilt, also dieser Strich heißt für y gilt, okay, y ist aus der Liste, also unserer Restliste, also den Elementen hier hinten. Das erste Element haben wir schon reingefügt und dann filtern wir quasi die Restliste hier hinten. Wir sagen, okay, das Element muss aus der Restliste sein, das jetzt noch in Primes drin ist, aber es muss, es darf kein Vielfaches, das heißt das hier, es darf kein Vielfaches von x sein. Also alle Elemente, die jetzt hier in unserer Restliste drin sind, dürfen kein Vielfaches von x sein. Also y modulo x ist ungleich 0. Das hier kann man leider nicht ohne weiteres als Infix-Schreibweise schreiben, deswegen schreibt man es einfach als ganz normale Funktion mit zwei Parametern, hier y und x. So, und jetzt haben wir mehr oder weniger schon unsere unendliche Liste an Primzahlen definiert, mit diesem wunderschönen Sieb von dem guten Herrn Eratosthenes oder so heißt er. Genau, habe ich euch, glaube ich, sogar schon gesagt. So, und jetzt kann man das mal hier laufen lassen. Wir können hier einfach sagen, okay, wir nehmen einfach mal take 20 Primes. Ja, und da müssen wir dann natürlich erstmal noch eine Liste reinschreiben. Wir fangen natürlich mit der 2 an. Das ist eigentlich eine unendliche Liste an Zweien. Ach so, ja, und wir müssen vielleicht noch den Typ angeben, sonst meckert er hier ein bisschen rum. Ach so, nee, müssen wir nicht. Wir müssen ja nicht den Typ angeben, wir müssen hier einfach eine Klammer drum setzen. Sonst weiß er nicht, okay, Primes ist, sonst hat er jetzt gerade gedacht, take 20 Primes. Diese Zweierliste hier hinten hat er erstmal ignoriert. Also möchte er gerne 20 von Primes nehmen, aber Primes hätte gerne noch einen Parameter und den haben wir ihm nicht angegeben. Jetzt haben wir die Klammer gesetzt, jetzt sollte es funktionieren. So, was wir jetzt hier sehen, ist folgendes Problem. Und zwar, unsere Liste hier wird erst komplett ausgewertet und dann wird sie verarbeitet. Also, wir wollen unsere Liste hier erst komplett auswerten und dann weiterrechnen. Nun gut, jetzt kann man eins machen. Und zwar, ich glaube, in dem speziellen Fall sollte das gehen. Wenn man hier sagt, ich habe es jetzt gerade nochmal neu gestartet. Take, sagen wir mal 20 wieder und Primes von 2, nee, 2 Punkt Punkt. So muss er überhaupt nicht das zweite Element auswerten. Hier hat er jetzt angefangen, er hat das erste Element gehabt, das war eine 2, dann hat er das zweite Element gehabt, das war auch eine 2 und dann möchte er gerne weiter auswerten. Ja, so funktioniert, sehr schön. Jetzt wertet er eben nicht diese komplette Liste aus. Also hier kommt es wirklich auf sehr, sehr kleine Kleinigkeiten an. Ja, also wir sehen hier, okay, 2 ist das erste Element unserer Liste, hier x genannt. Und dann schmeiße ich hier durch y, schmeiße ich alle Elemente raus, die modulo 2 ungleich 0 sind. Also alle Vielfachen von 2 sind jetzt hier nicht mehr drin. Ach so, klar, ich hatte ja die unendliche Liste an 2 reingetan. Das ist ja schwachsinnig. Ich brauche ja eine unendliche Liste einfach aufsteigend. Tut mir leid, das war vorhin mal Schwachsinn. Also hier einfach diese 2 Punkt Punkt ist einfach eine unendliche Liste an Zweien. Nicht an Zweien, sondern 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, bis ins Unendliche halt. Ich habe gerade vorhin Kacke gelabert. Ja, also wir haben hier drin 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und jetzt werden hier, wenn wir den Aufruf 2 haben, also hier dieses x, dann werden hier erstmal alle Elemente rausgeschmissen, die Vielfachen von 2 sind. Also 4, 6, 8 und so weiter sehen wir hier alle nicht mehr. Gut, dann nehmen wir das nächste Element aus der Liste, das vorderste, das ist die 3. Und dann schmeißen wir wieder alle Vielfachen von 3, die noch in der Liste sind, hier raus. Aber da das nun endliche Liste ist, wird sie erstmal nicht ausgewertet, sondern es wird erst ausgewertet, wenn wir wirklich auf das Element drauf zugreifen. Das ist eben das Schlaue, warum das überhaupt erst funktioniert. So, die 4 ist rausgeschmissen, also nehmen wir dann als nächstes die 5 und so weiter bis zur 7, dann eben die 11 und so weiter und so fort. Jetzt können wir hier uns beliebige Anzahl an Primzahlen ausgeben lassen. Naja, wir haben jetzt mal die ersten 2000 Primzahlen hier berechnet. Vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen, vielleicht könnt ihr damit richtig viel Spaß haben, keine Ahnung. Gut, das war es auch schon wieder. Das war jetzt Lazy Evaluation und unendliche Liste. Ihr wisst, wie man sie konstruiert, diese unendlichen Listen, und ihr wisst, wie man für was man sie tatsächlich dann auch braucht. Also zum irgendwelche Funktionen schreiben, die auf dieser Liste arbeiten und dann halt eben nur noch eine Teilliste erzeugen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch oder Abos freuen mich immer. Kommentare sind genauso hilfreich. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, dann postet mir das. Wäre eine coole Sache.
Ja, und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.